In diesem super lustigen Podcast über die Stadt Memphis in den Südstaaten erfahrt ihr zum Beispiel über kleine possierliche Tierchen, die euch aber keine Angst machen müssen, wenn sie durchs Hotel krabbeln. Sie sind es sogar sehenswert und viele andere Geheimtipps über diese wunderbare Stadt. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Travel in Stars. Und heute haben wir eigentlich einen richtigen Star hier sitzen, weil die Julia schon das dritte Mal in meinem Podcast ist. Aber keine Angst, wir reden natürlich nicht dreimal über das gleiche Thema, sondern dieses Mal ein bisschen detaillierter über eine bestimmte Region in den Südstaaten der USA. Um es noch genauer zu sagen, über eine Stadt und zwar über Memphis, herzlich willkommen. Memphis, Jazzhands, das ist eigentlich falsch, Jazzhands. Endlich bist du da, du hast eine lange Anreise, im Pst-Abteil der Deutschen Bahn. Abteil, was wir uns wirklich überlegt haben, sagen wir natürlich nicht, nein, wie man das nennen könnte. Aber nein, wir sagen nicht, dass wir das eigentlich halt die Fresse abteilen wollen. Julia, herzlich willkommen. Ich habe gerade gesagt, du bist schon das dritte Mal hier tatsächlich. Kann das erste Mal hast du tatsächlich Südstaaten als komplette Region vorgestellt. Genau. Ne? Dann hast du nochmal einen Staat für sich vorgestellt und jetzt stellst du eine Stadt vor. Eine Stadt für sich. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir auch einen Podcast nur mit einer Stadt füllen. Oh, das kriegen wir hin. Ja? Ich habe keine Angst. Du? Ein bisschen? Ein bisschen schon. Bisschen? Ja, aber wir waren eben Mittagessen und ich war ja schon in Memphis mit dir zusammen. Ich kann das alles nochmal erzählen. Ja, okay. Und ich habe so einen Schiss, dass ich irgendwas Falsches sage. Nein, alles das gut. Das macht nichts. So, danke. Dann erkläre ich es. Okay. Wir fangen ja immer an mit, wo liegt es? Wo liegt es, ja. Habe ich ja schon ein bisschen angedeutet. Und wie komme ich am besten hin? Wo liegt es? Liegt in den Südstaaten, wie gesagt. Memphis, Tennessee. Liegt aber tatsächlich direkt an der Grenze von Tennessee zu Mississippi. Und wie kommt man am besten hin? Also man kommt nicht direkt leider aus Deutschland hin. Man muss umsteigen, definitiv. Man kann an jedem Flughafen an der Ostküste umsteigen oder auch in Atlanta. Wenn man jetzt direkt fliegen will, müsste man in die Südstaaten, kommst du nur direkt nach Atlanta zurzeit aus Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Du könntest sonst noch mit der BA nach Nashville oder nach New Orleans fliegen. Dann die BA ist British Airways. Achso, ja. British Airways. BA und IPW. Ja, genau. Wir haben da so wir können sehr gut Abkürzungen. Ja, genau. Ja. Und Memphis ist natürlich etwas oder eine Stadt, die man nicht alleine bereist in den USA, sondern die man in eine Rundreise meistens mit einbaut. Ja. Wie sieht denn so eine klassische Südstaaten-Rundreise aus? Also die klassische Südstaaten-Rundreise ist die, die ich nicht empfehlen würde. Jetzt bin ich mal gespannt. Die klassische. Kurz gehen wir so Kataloge crosschecken. Nein, ja, nee, also das machen auch ganz viele. Deswegen, das ist schon okay. Ich finde, es ist halt sehr viel. Also die klassische Rundreise für die Südstaaten ist Atlanta, Atlanta. Und du fährst im Endeffekt Atlanta hoch nach Tennessee, also über Nashville, Memphis, runter durch Mississippi nach New Orleans. Und gehst dann wieder hoch nach Atlanta oder nimmst sogar noch Savannah und da die Küste von Georgia mit und dann aus Atlanta wieder raus. Vorteil ist natürlich, du kannst direkt hinfliegen und machst halt so einen Rundtrip, hast keine One-Way-Fee und so weiter. Also ich verstehe schon, warum viele Leute das machen. Ich finde es halt, manche machen das halt in 2 Wochen und das ist halt einfach extrem viel für 2 Wochen, weil man da halt nicht vergessen darf, man hat sehr viele große Städte da drin. Und sowohl Nashville, Memphis als auch New Orleans und vielleicht noch Atlanta, wenn du das alles machen, die alle machen willst, bist du ja schon, selbst wenn du überall nur 2 Nächte machst, bist du ja schon bei, wie vielen Nächten? Also, oh Gott, oh Gott.
Wie war das mit dem Mischen nicht recht? Los. Du hast gesagt, du hast Abi mit 2,4 gemacht. Das glaube ich dir nicht mehr. Boah, ich glaube, das war sogar 2,3 oder so. Oh nein. 4 mal 2 ist... Ja, aber trotzdem, du bist halt schon extrem... Hör auf. Das ist ja peinlich. Du hast auf jeden Fall schon extrem viele Nächte in den großen Städten. Jetzt. Das hatten wir tatsächlich noch nie. Erste Lachkrampf in dem Podcast. Ja, und vor allem, dass ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll, das ist echt schon... Uiuiui. Das ist schon weit gekommen. Anyways, auf jeden Fall also viele Nächte. Viele Nächte in großen Städten. So, würde ich mir also gut überlegen, weil die Südstaaten grundsätzlich sind halt jetzt keine Regionen, wo du irgendwie ewig lange Strecken fährst und dann an einem Punkt lange bist, sondern du bist halt, du hast alle anderthalb Stunden, hast du spätestens wieder irgendwas, was du dir angucken kannst. Und wie sieht denn dann deine Empfehlung für eine Südstaaten-Rundreise aus? Also ich glaube, ich würde das immer so ein bisschen teilen, weil ich finde, man kann, um das erstmal zu sagen, Georgia zum Beispiel mit den Carolinas extrem gut verbinden oder vielleicht auch mit einem Teil von Tennessee zum Beispiel. Und dann kann man halt auch den anderen Teil der Südstaaten noch extrem gut verbinden. Man könnte zum Beispiel in New Orleans anfangen, was auch immer ganz gut ist, weil du da auch kein Auto brauchst und fährst dann halt durch Mississippi hoch bis Memphis und dann macht man entweder noch irgendwie Nashville mit oder fährt halt wieder durch Alabama runter. Und dann hat man nämlich auch den Vorteil, dass man am Ende der Rundreise, wenn man das als Rundreise machen will, nochmal die Strände unten mitnehmen kann. Also von daher, so würde ich es vielleicht zum Beispiel einbauen. Manche machen auch nur New Orleans bis Nashville. Auch das ist schon alleine eine 2-Wochen-Reise im Grunde genommen, weil du auch da wieder 3 große Städte drin hast. Mhm. Ist auch eigentlich mal eine ganz interessante Städtetour selbst, ne? Dass man sagt, wir machen nicht einfach nur so eine Städtereise nach New Orleans, sondern wir machen zum Beispiel auch eine New Orleans-Memphis beispielsweise. Genau. Ne? Man hat dann so ein bisschen Two-City-Vacation-mäßig. Genau. Auch mal eine Variante, die sich tatsächlich immer mehr Leute auch so gönnen, weil man braucht eben nicht ganz so viel Urlaub auch nehmen. New Orleans hat sich ja durchaus als Städtereise schon ein wenig etabliert, also so à la New York und Miami. Das wäre ja eigentlich auch mal eine Variante. Ja. Absolut, und vor allem, weil es halt einfach von Themen auch extrem gut zusammenpasst. Ne? Du hast die Musik, du hast die Bürgerrechtsbewegung, das ist das Essen. Also das passt schon alles sehr gut von den Themen auch zusammen. Jetzt wollen wir aber über Memphis natürlich sprechen. Genau, natürlich. So, was sind deine Highlights in Memphis? Ich will noch eine Sache zu Memphis von diesem praktischen Teil sagen, weil ich finde es immer super schade, viele Leute machen halt auf der Rundreise, dass sie da 2 Nächte bleiben, was ich auf einer Rundreise, ich kann es total verstehen, aber es ist schade, weil du dann nicht 2 volle Tage in Memphis hast, weil du ja ankommst, dann übernachtest du, hast einen Tag im Prinzip und dann fährst du schon wieder am darauffolgenden Tag. Wenn du 3 Nächte machst, hast du halt 2 ganze Tage und das kann man in Memphis definitiv füllen, also mindestens füllen. 3 Tage Memphis, Empfehlung? 3 Nächte Memphis, 2 volle Tage genau. Memphis, das ist definitiv meine Empfehlung, ja. Okay. Weil, und dann kommen wir da schon zu der nächsten Frage, du halt schon alleine mal mindestens einen halben Tag Graceland hast. Das ist einfach ein Riesending in Memphis. Ich finde es auch schade, wenn man da nicht war, weil es halt einfach, Elvis Presley hat da halt gewohnt und es ist halt ein Riesenteil. Ja, erzähl unseren Zuhörern doch mal, was Graceland genau ist. Also Elvis Presley ist natürlich jedem ein Begriff und ich glaube, Graceland haben die meisten auch schon gehört. Ich war ja selber auch da und das ist, auch wenn man jetzt kein speziell großer Elvis Presley-Fan war, ist es unfassbar beeindruckend. Was sieht man dort? Ja, absolut. Also ich finde auch, dass das total beeindruckend ist. Und die richtigen Elvis-Fans, die fahren da manchmal eine ganze Woche hin und gehen jeden Tag wieder dahin. Und die stimmt das, dass die manchmal auch an seinem Grab stehen, was ja auch dort ist, und anfangen zu weinen noch heute? Also ich habe es tatsächlich persönlich noch nicht gesehen, dass jemand geweint hat, aber definitiv. Das passiert, glaube ich, täglich mehrmals. Ja. Total verrückt, das ist total verrückt. Also was sieht man denn richtiger? Ja, und du siehst halt, du bist dann in so einem richtigen Meditation Garden und die sind da halt, die ganze Presley-Familie ist da begraben und also das ist ein Riesending. Du siehst, in Graceland selber ist das Haus, wo er gewohnt hat. Das hat Elvis mit 22 Jahren gekauft, also sehr jung war er, für sich und seine Eltern. Da kannte er die Priscilla zum Beispiel noch gar nicht. Und
Das besichtigt man mit so einer, man kriegt so ein iPad und dann hat man so eine, ja, so eine Video-Audio-Tour im Prinzip, wo man durch dieses Haus durchgeht. Und dazu zu Graceland gehört aber dann auf der anderen Seite der Straße, also man wird mit so einem Bus rübergefahren, aber zu der anderen Seite, da ist halt dieser Welcome Center und die ganzen Museen sind da. Und das haben die vor ein paar Jahren, das war ursprünglich mal so ganz klein und schnuckelig und das haben die ausgebaut mit irgendwie 22 Millionen oder so. Also das sind wir wieder bei den Zahlen. Oh Gottes Willen. Oh je. Und jetzt kann ich wieder viel was... viel Geld. Da kommt wieder meine Mutter ins Spiel, weil die wird schon wieder... mach bitte nichts mit dem Dreisatz mit mir. Ja, das ist ganz schlimm. Wenn wir heute noch einen Dreisatz machen müssen, haben wir ein Problem. Aber ja, heute läuft es ganz gut mit dem Nuscheln, finde ich. Also heute nuscheln, nee, ich nicht so da. Okay, ja. Dann habe ich wenigstens eine Sache, wo ich nachher nicht negativ viel kriege von ihr. Oh Gott, jetzt wird es noch rot. genau, also Graceland, 22 Millionen, nicht Milliarden, also mit riesigem Geld da alles ausgebaut. Und das sind halt sind so richtig große Hallen, da sind dann seine ganzen Jumpsuits, seine... Eine Halle ist seine ganzen, ja nicht nur Autos, aber der hatte ganz viel Fahrzeuge. Der hatte Motorräder, dann hatte der so wie so Golfbuggies irgendwie, also so die ganzen Sachen. Du kannst seine zwei Flugzeuge besichtigen. Also es ist ein Riesenkomplex und dadurch, dass das halt einfach so ein Riesenkomplex geworden ist, braucht man da auch echt ein bisschen länger. Also einen halben Tag so im Ganzen muss man einplanen. Und mein Tipp ist, das morgens direkt als erstes zu machen. Ich würde das immer an einem von den beiden Tagen morgens, den Vormittag würde ich Graceland machen. Warum empfiehlst du, das am Morgen zu machen? Also ich bin Fan von nicht so langen Schlangen und deswegen würde ich das morgens mit als erstes machen, bevor dann auch in Memphis kommen Flusskreuzfahrtgruppen an. Empfiehlst du da eine Tour zu buchen oder das selber zu machen? Graceland kannst du nicht selber machen. Also Graceland kannst du nur als Tour machen. Genau. Und dann wirst du erst durch so einen Film durchgeschleust und dann in die Busse gesetzt und dann zu der Mansion, also zu dem Haus selber gefahren, machst da die Tour und danach die Museen. Das ist also alles guided. Graceland auf jeden Fall mindestens einen halben Tag für einen Plan. Einen Tag und vormittags würde ich es machen, ja. Was sind denn deine Highlights in Memphis? Jedes Mal kommt diese Frage. Es sind immer so viele. Es ist so ein bisschen blöd, dass du schon alles kennst, was ich kommt. Ich weiß schon immer, was kommt, ja. Ich würde, wenn ich jetzt mal bei den zwei Tagen mir überlege, was da auf jeden Fall nicht fehlen darf an Highlights, ich würde immer einen von den zwei Tagen Downtown machen. Also Graceland ist nicht Downtown. Graceland ist so ein bisschen immer noch in Memphis, aber halt nicht Downtown. Von daher, dafür braucht man definitiv das Auto. Und einen Tag, wenn man jetzt ein Hotel downtown hat, würde ich das Auto komplett stehen lassen und alles zu Fuß machen. Das kann man super machen in Memphis. Wir haben auch so einen kleinen Trolley, so eine Cable Car. Das ist nicht riesig groß, das fährt nur eine Straße, aber das kann man zum Beispiel dann mal fahren damit auch. Dann würde ich den Tag auf jeden Fall im Arcade-Restaurant starten. Das ist das älteste Restaurant der Stadt. Elvis hatte hier schon seine eigene Ecke, seine eigene Booth. Ist auch eine kleine Plakette dran, kann man besichtigen. Da würde ich auf jeden Fall den Tag starten mit einem Frühstück. Und direkt daneben ist das National Civil Rights Museum. Und meiner Meinung nach, wenn man in Memphis war, muss man auf jeden Fall auch im Civil Rights Museum. Das gehört definitiv dazu. Ja. Was genau erwartet mich dort? Also 1968 wurde Martin Luther King dort auf dem Balkon von dem Lorraine Motel erschossen. Und dieses Lorraine Motel ist halt die Hülse noch da und direkt da dran und auch teilweise da drin ist halt dieses Civil Rights Museum, das Bürgerrechtsmuseum. Und soweit ich weiß, ist das auch das einzige Bürgerrechtsmuseum der USA, was wirklich bei der Sklaverei anfängt. Also nicht irgendwann später, sondern wirklich auch die Geschichte der Sklaverei. Und es ist ein Museum, was, also selbst wenn man jetzt nicht so mega gut Englisch kann oder also auch Museumstexte ist ja auch nochmal was anderes auf Englisch lesen, wenn man da gar nicht so eine Lust drauf hat, muss man auch überhaupt nicht. Es ist ein Museum, das sehr, sehr plastisch an vielen Ecken ist. Also es ist auch sehr bunt.
Es ist zum Beispiel, also es sind nicht nur Fotos von Protestierenden da, sondern es sind dann halt so Statuen und Figuren. Es ist der Bus, wo Rosa Parks nachher nicht aufgestanden ist, der steht da drin. Also nicht der Bus natürlich, das ist ja Quatsch, aber eine Nachbildung von einem Bus. Also so, da geht man dann auch mal durch und dann ist da so mit Soundeffekten und so. Also es ist ein sehr, sehr bewegendes Museum, weil man irgendwie sehr da reingezogen wird, finde ich. Weil ja. Amerikanische Museen ja sowieso dafür sehr bekannt sind, sehr interaktiv ja. auch zu ja. sein, ne? Ja. Ja. Und durch viel ja, Emotionen ja. irgendwie zu überzeugen. Ja. Genau. Absolut. Jetzt ist ja Memphis auch und generell die Südstaaten sehr bekannt für viel Musik. Das ist in Memphis sicherlich auch ein Riesenthema, richtig? Ein Riesenthema. Memphis hat den Slogan Home of the Blues and Soul, Birthplace of Rock and Roll. Das ist das. Und meine Freundin Lisa könnte das noch so richtig mit Druck sagen, die aus Memphis kommt. Das kann ich jetzt leider nicht so. Aber genau, das ist Blues ist halt ein ganz wichtiges Thema, weil es gibt die Beale Street in Memphis. Das ist die Musikmeile und das ist in den, ich glaube, in den 70er Jahren auch vom US-Kongress zur offiziellen Heimat des Blues ernannt worden. Der ist ja in Mississippi geboren worden, sagt man so, und ist halt dann da hochgewandert und hat hier so richtig erstmal Fahrt aufgenommen. Und die Beale Street ist auch heute noch, ja, du kannst den ganzen Tag da Musik hören, irgendwo reingehen, du kannst da essen. Es ist auch tatsächlich, obwohl es natürlich auch sehr touristisch ist, ist es auch gut zum Essen dort, wenn man jetzt mal einen Burger oder sowas haben will und dabei halt richtig geile Musik hören kann. Ob Blues oder auch gerade die Soul-Bands sind fantastisch. Es gibt aber auch Bars, die haben Rock'n'Roll oder Rock oder irgendwie so. Also wie muss ich mir das dann als Tourist vorstellen, wenn ich so eine Bar betrete, muss ich das reservieren oder kann ich einfach überall reinlaufen? Nee, da kann man überall reinlaufen. Also tatsächlich ist auf der Beale Street, dass manche auch so eine Art Cover Charge nehmen, so nennen die das. Das sind dann ja $5 oder $10 mal. Es kommt dann auf die Band an, die gerade spielt. Da muss man halt so eine Art Eintritt bezahlen. Aber viele sind auch ohne Eintritt und man geht einfach rein. Ja. Was sind denn deine Lieblingsclubs, wo du gerne reingehst in Memphis? Also der B.B. King Club in Memphis, auf der Beale Street in Memphis ist tatsächlich einer von meinen absoluten Highlights, weil er auch echt immer so eine richtig gute Soul-Band spielt. Also da sollte man auf jeden Fall mal reingehen, ist mehr oder weniger, wenn man auf die Beale Street zuläuft, auch direkt da am Anfang. Und ein Tipp von mir ist auch, wenn man richtig schön und gut essen möchte, ist der von B.B. King das Restaurant, was über dem Club ist. Und das, also B.B. King war ja ein Musiker, ne, in Mississippi geboren und halt hier ein großer Bluesmusiker. Und sein Geburtsort in Mississippi heißt Itabina. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Oder, ja, aber müsste eigentlich Itabina. Und das Restaurant heißt halt auch so. Und es gibt aber überhaupt kein Schild oder sowas von dem Restaurant. Das ist total faszinierend. Wir waren da doch mal. Wir waren da. Wir waren da zusammen. Wir waren da. Ja. Und das Coole ist ja, finde ich daran, dass es so fast so ein bisschen wie ein Speakeasy ist, aber oben drüber, weil du, und halt ohne die, also ein Reverse Speakeasy im Prinzip, weil du gehst halt an der Seite und nicht auf der Beale Street, an der Seite hinten über so einen Hintereingang irgendwie hoch. Und du musst halt wissen, dass das da ist, sonst ist da kein Schild oder so, das dich da jetzt hinführt. Und da gibt es halt richtig gut. Das sind genau die Geheimtipps, die dann hier in diesem Podcast an euch herangetragen werden. Ein Traum. Mit Julia kann man so gut übers Essen reden. Das haben wir in den vergangenen Podcasts schon gemerkt. Ja. Wo wir nämlich gerade beim Essen sind, schieß mal los, was... Also das kann ich definitiv empfehlen, vor allem, wenn man dann nachher auch in den Bluesclub reinkommt, ohne dann einen Eintritt zu bezahlen, ne? Wenn man oben Essen gegessen hat, macht Sinn. Eine andere Sache ist halt natürlich das Barbecue in Memphis. Memphis ist berühmt für seinen Dry Rub, das heißt, wenn man ein Barbecue kriegt, also ich sage jetzt mal Rippchen, dann sind die nicht so in so einer Soße ertränkt, sondern die sind trocken und du tunkst die selber rein. Also Barbecue in den USA ist ja ganz verschieden und da ist es halt der Dry Rub. Da ist ganz berühmt das Charlie Burgers Rendezvous und auch das muss man so ein bisschen suchen. Das ist in so einer Gasse,
Wirklich, also du gehst eigentlich dran vorbei, wenn du es nicht weißt. Du musst es wirklich wissen, das ist in so einer Hintergasse irgendwie und dann da in den Keller runter. Und dann ist da ein riesiges Restaurant. Und das, also es ist mega gut. Da ist dann so hier so Pappe auf den Tischen und so, ne? Was nachher einfach nur zusammen, weil man halt natürlich auch saut mit dem Barbecue und so. Also sehr rustikal, aber richtig gutes Barbecue. Also das sind so die zwei Restaurants. Wenn man downtown ist, sollte man es auf jeden Fall machen. Sehr, sehr cool. Definitiv ein richtig guter Tipp, finde ich, für diese Geheimtipps auch, dass man die auch findet in dem Sinne, wenn, wie du sagst, auch man sonst dran vorbeilaufen würde, wäre echt schade, wenn man das, wenn man Memphis erlebt hätte und nicht da gewesen ist. Ich habe auch total oft leider, dass Leute nach Memphis fahren und dann nachher sagen, ach, Memphis hat mir eigentlich nicht so gut gefallen. Und ich verstehe das dann oft, also ich verstehe es nur so halb, weil du musst halt wirklich so ein bisschen wissen, wo du hingehst in Memphis. Und dabei hat Memphis so viel, du kannst, also deswegen sage ich, du kannst 2 Tage locker füllen mit Sachen, die du dir angucken kannst, die du machen kannst, aber halt einfach auch schon allein mit dem Essen. Ne? Ja. Was ist in Memphis noch etwas, was du sagen musst, auf jeden Fall auf der Liste stehen muss? Ich finde, also Memphis hat in den letzten Jahren auch ziemlich viele neue Hotels dazu bekommen. Zum Beispiel Downtown, zum Beispiel das Hyatt Centric, das ist relativ nah an der Beale Street dran. Die haben zum Beispiel auch eine ziemlich coole Rooftop-Bar, wo du halt dann einen tollen Blick abends über den Mississippi hast. Und in Memphis hast du halt die Brücke, das M. Und das ist auch witzig, weil über den ganzen Mississippi geht natürlich die Brücke, aber dieses dann, was halt so auf so Brücken oft ist, ne, das da drauf, das geht nur bis zur Staatsgrenze, weil in der Mitte vom Mississippi ist dann die Staatsgrenze zu Arkansas. Und deswegen sieht es auch aus wie ein M. Das ist nachts, gibt es da die Mighty Lights, weil das ist total erleuchtet und das kannst du von da oben zum Beispiel gut gucken. Eine andere Sache, die ich auch super gut finde, das ist direkt am Mississippi unten steht eine riesige Glaspyramide. Und da ist vor ein paar Jahren ist da ein Bass Pro Shop reingekommen. Und Bass Pro ist so ein Outdoor-Outfitter. Also da kannst du alles kaufen, von Beef Jerky bis zu einem Gewehr. Also gibt es alles, so typisch amerikanisch. Und das ist halt krass, weil da drin, da ist so ein kleiner, so eine Sumpflandschaft, so eine kleine Marina, da stehen so riesige Bäume drin und so. Also der ist sehr cool gemacht. Wirklich, das ist so ein typisches Only in America-Ding. Und du hast mir erzählt, es war ursprünglich mal gebaut als ein Stadion oder eine Richtig, Halle, wo Konzerte etc. stattfinden sollten. Und das war irgendwie eine große, also es ist eine große Glaspyramide, ja, so und wo sich riesig. irgendwie Reiche zusammengetan haben, die gesagt haben, wir bauen das mal, und dann später festgestellt haben, in der Pyramide ist irgendwie der Sound gar nicht so geil, wie wir dachten. Ja, Und dann stand sie jahrelang leer. Und erst seit total. kurzem, oder erst seit einigen Jahren ist es dieser Store, richtig? Ja, genau. Total. Also, wir so eine ganz verrückte Geschichte irgendwie. Und das Coole drin, du hast in der Mitte von der Pyramide einen freistehenden Aufzug. Ich glaube, das ist der längste freistehende Aufzug in den USA tatsächlich. Und dann fährst du halt oben in die Spitze von der Pyramide und da oben ist auch ein Restaurant, eine Bar. Und halt so Aussichtsplattformen. Und von da aus hast du halt einen geilen Blick über den Mississippi. Und das ist mein persönlicher Geheimtipp, das zum Sunset zu machen. Also du bezahlst, um da hochzufahren, aber ich weiß nicht, was es heute ist. Ich glaube, es war einmal $10, vielleicht ist es jetzt 12, aber dann kannst du da oben einen Drink nehmen und halt gucken. Sehr, sehr coole Tipps, Ja. Julia. Du hast eben schon das ein oder andere Hotel angesprochen. Wir kommen nicht umhin, Nee, das ist stimmt. eines meiner Favorites in Memphis tatsächlich, über das sogenannte Peabody Hotel zu sprechen. Das Peabody Hotel ist nämlich sehr berühmt für seine kleinen Mitbewohner, richtig? Richtig. Ja, das Peabody ist das Grand Hotel in den Südstaaten tatsächlich. Und die kleinen Mitbewohner, das hört sich so schlimm an bei einem Hotel, das ist eigentlich nichts Ja. Positives. Aber es sind ganz süße Mitbewohner. Es sind nämlich kleine Enten, oder auch vielleicht größere Enten, aber es sind auf jeden Fall Enten. Und die Peabody Ducks, so heißen die, leben im Penthouse. Also die haben da oben es auch echt schick gemacht für sie. Und das ist das Highlight überhaupt, gerade für Familien. Jeden Morgen um 11 Uhr werden die vom sogenannten Duck Master,
Der hat halt auch wirklich wie so ein Zirkusdirektor so einen kompletten roten Frock an und wie heißt denn die, Stab hier, so ein, wie heißt das denn? Stock. Also, Stock. Zepter? Ja, ein Zepter. Ein Zepter. Stock. Der König. Der Enten. genau. Und der bringt diese Enten dann über den Aufzug runter, über den roten Teppich und dann in den Springbrunnen, der in der Lobby steht, wo sie sich den Tag über aufhalten und abends um 17 Uhr geht das Ganze wieder retour. Und tatsächlich, selbst das Hotel hat auf der Webseite, steht das, 11 und 17 Uhr. Wir empfehlen, 30 Minuten vorher da zu sein. Und selbst wenn man 30 Minuten vorher da ist, ist es schon meistens sehr, sehr voll. Ich, auch da wieder mein Geheimtipp, ich empfehle auch eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde vorher da zu sein, es nachmittags zu machen und dann, das geht nämlich durch die Lobbybar auch, dann da sich schon mal einen netten Cocktail zu gönnen und dann auf die Enten zu warten und oder die Enten sich anzugucken und dann zu gucken, wie die halt wieder zurückgeleitet werden. Also ich habe es tatsächlich selber auch gemacht, als wir da waren. Und das war für mich schon immer ein Highlight, weil ich kannte es schon von meinen Eltern von früher. War das Peabody Hotel etwas, wo man irgendwie mal gewesen sein muss. Und Julia hat absolut recht. Es ist tatsächlich so, dass man auf mehreren Ebenen auch gucken kann, glaube ich. Oder mindestens einer Ebene, also auf so einer Art Empore auch stehen kann. Und man kriegt eigentlich, wenn man eine halbe Stunde vorher da ist, schon je nach wahrscheinlich auch Jahres- und Saisonzeit, gar keinen Platz mehr, weil das ist so ein Highlight, dass das einfach jeden Tag, sowohl morgens als auch abends von so vielen Leuten beobachtet wird, wie diese Enten. Das sieht wirklich so witzig aus, in diesen Fahrstuhl einsteigen, wirklich auch komplett freiwillig. Ne? Also das ist komplett auch gelernt, nicht irgendwie, dass die da so zusammengetrieben werden oder sowas, sondern das komplett freiwillig machen. Und das ist irgendwie ein Highlight, finde ich, was man sich mal angeguckt hat. Absolut. Und die Enten, also auch um das klarzustellen, die kommen von einer Local Farm um Memphis drumherum und die werden auch alle paar Monate ausgetauscht. Also die machen das nicht irgendwie ihr Leben lang, sondern die sind da für 2 oder 3 Monate und dann gehen die auch wieder irgendwie in die, also Wildnis in Anführungszeichen. Und es gibt keine Enten auf irgendeinem Menü im Peabody. Also das Peabody serviert keine Ente. Weißt du, wie es überhaupt dazu gekommen ist? Ehrlich gesagt kann ich die Geschichte nicht wiedergeben, nee. Aber auch da waren es wieder irgendwelche reichen Männer, glaube ich, die das irgendwie, ich weiß es nicht, nee. Ich kenne die Geschichte. Ich kenne die Geschichte, aber ich habe sie vergessen. Wir werden sie nachhalten. Wir können sie gerne in die Shownotes oder so richtig, machen. Richtig, genau. Ja. Genau. Was für Hotels sind denn noch deine Favorites in Memphis? Ganz toll ist natürlich auch, und auch nicht nur für Elvis-Fans, das Guesthaus bei Elvis. Guesthaus bei Graceland. Das steht direkt neben dem ganzen Graceland-Komplex. Und da kommt das auch ein bisschen her, weil Elvis wollte immer gerne ein Guesthaus haben. Das wollte er immer gerne noch auf seinem Anwesen bauen. Dazu ist es nicht mehr gekommen. Und dann haben sie ihm jetzt vor ein paar Jahren dieses Hotel im Prinzip zu seinen Ehren gebaut. Und jetzt hat er halt sein Guesthaus. Mit ein paar mehr Zimmern als vielleicht ein normales Gasthaus hätte, aber da ist halt alles Elvis gebrandet. Aber es ist nicht super kitschig, also es ist echt gut gemacht, sehr stilistisch, finde ich. Aber dann hat zum Beispiel dieses Taking Care of Business, also dieser Pfeil, den er immer hatte, das ist dann in den Lampen und so drin. Also das hat er, haben sie ganz gut gemacht. Das ist halt dann nicht Downtown, aber das ist ganz gut. Was auch, das ist relativ neu jetzt in den letzten 1-2 Jahren, das Arrive Hotel. Das ist relativ nah an dem National Civil Rights Museum dran. Ist auch ein echt cooles, eher so ein Design-Hotel, aber auch echt schick gemacht. Also das sind so, Und was ich auch immer ganz cool finde, auch da in der Nähe vom National Civil Rights Museum, ist das Central Station Hotel. Das ist eine Curio Collection und die ist auch, die haben in Memphis im Moment sehr, dass sie halt auch so alte Gebäude genommen haben und die halt wieder neu aufgewertet haben. Und das ist zum Beispiel das Arrive und das Central Station sind solche. Und das finde ich gerade in USA ein sehr schöne Möglichkeit zu wohnen, weil wenn man USA eben ein bisschen kennt, weiß man, da werden viel und schnell auch Gebäude hochgezogen, die eigentlich mit relativ wenig Charme
unterwegs sind und gerade in so einem, sage ich mal, geschichtsträchtigen Ort wie Memphis lohnt es sich dann, finde ich, auch so ein bisschen mit dieser Geschichte oder diesem Surrounding aller Emotionalität um Elvis zum Beispiel oder um generell Blues oder Rock'n'Roll oder was auch immer zu wohnen und das halt auch mitzunehmen. Ne? Ja, genau. Definitiv. Also das ist halt auch das, mich fragen immer so viele, können wir die Südstaaten auch mit dem Camper machen? Ne? Und natürlich kann man das machen, aber da sind wir wieder dabei, da sind halt relativ viele große Städte bei. Ne? Da muss man sich halt immer so ein bisschen überlegen, hat man da Bock drauf? Und das andere Argument dagegen wäre halt, man verpasst einfach sehr viele coole Hotels. Also, gerade auch in den Südstaaten ja sehr bekannt, die Plantation Homes auch, in beispielsweise Louisiana später dann auch. Hast du absolut recht, das wäre sehr schade, um diese besonderen Hotels, da eignen sich tatsächlich für das Wohnmobil dann doch andere. Und das ist natürlich auch, wir haben gar nicht drüber gesprochen, das Klima in den Südstaaten, wie verhält sich das? Warm und feucht, ja. Also du hast eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer, aber dafür hast du es halt auch schön warm. Ne? Also ich finde eigentlich grundsätzlich die beste Reisezeit ist immer O bis O, also Ostern bis Oktober. Aber du kannst halt auch, gerade auch Memphis, kannst du schon im März echt schöne warme Tage haben und auch bis in den November rein. Also von daher, Juli, August ist halt extrem hohe Luftfeuchtigkeit und sehr, sehr warm. Das ist einfach so, ja. Jetzt sprechen wir ja in diesem Podcast auch immer so ein bisschen über deinen perfekten Tag im Zielgebiet. Und das kennst du ja schon, weil du hast uns ja schon zwei perfekte Tage beschrieben in den Südstaaten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie dein perfekter Tag in Memphis aussehen würde. Also, wie gesagt, wenn ich Graceland schon gemacht hätte, das jetzt mal außen vor, wäre, glaube ich, mein perfekter Tag, mein persönlicher perfekter Tag, wäre tatsächlich im Arcade-Restaurant anzufangen. Ich würde immer noch mal das Civil Rights Museum mitnehmen, da gehe ich jedes Mal hin, wenn ich in Memphis bin, weil ich es einfach auch so wichtig für was im Moment in den USA und auf der Welt passiert und so. Es ist so, da ist so viel passiert an diesem einen Ort, das finde ich irgendwie tierisch wichtig. Und dann würde ich, glaube ich, die Sun Studios mehr angucken. Da hat Elvis seinen ersten Hit aufgenommen, It's Alright, Mama. Und die Sun Studios sind, das ist immer mit einer Führung und das sind alles selber Musiker. Und das sind meistens echt so eher so junge Leute irgendwie und es sieht da halt wirklich noch genauso aus wie damals. Also die haben nichts modernisiert oder schick gemacht oder aufgehübscht, sondern sieht aus wie in 50er Jahren da. Und die machen dann auch so eine lustige Führung, wo sie sagen, das sind unsere Special Effects. Und dann machen sie halt so einen Lichtschalter hoch und runter und so. Also es ist so eine extrem witzige Tour irgendwie und die macht halt total Laune. Da hast du einfach, das macht einfach Bock. Und dann würde ich ganz persönlich, es gibt in Memphis noch so ein paar, also Midtown ist so eine Area, wo es ein Viertel, wo es den Overton Square gibt und da sind so verschiedene Restaurants, da sind so ein paar lokale Boutiquen, da sind auch ein paar Bars, da sind auch ein paar coole Hotels und so. Da würde ich, glaube ich, meinen Abend verbringen. Da gibt es den Listening Room, da isst du. Das ist ein ganz normales Restaurant, aber die haben auch immer eine Bühne, wo immer Musik ist und das jetzt querbeet, also jetzt nicht nur Blues oder nur Soul, sondern eher so auch junge Leute da spielen. Da würde ich, glaube ich, meinen Abend verbringen. Und es gibt noch so eine Sache, die ich echt cool finde, aber das ist halt auch so was eigentlich gar nicht Touristisches. Und das heißt Crosstown Concourse. Und das ist eine alte, riesige alte Fabrik gewesen, wo das äußere Gebäude noch in Ordnung war, aber man brauchte das nicht mehr als Fabrik, weil das so ein Riesenkomplex ist. Und die haben da draus was richtig Cooles gemacht. Die haben da draus, da sind so Apartments drin, unten sind Geschäfte drin, Restaurants drin, da ist ein Museum drin, da ist ein Raum, so ein Religious Raum drin, also nicht irgendwie eine Kirche, sondern so grundsätzlich Sachen.
Du hast in diesem Konkurs überall so Möglichkeiten, wo du irgendwie arbeiten kannst, so Coworking Space, da ist eine Brauerei drin, so, und da sind halt total viele junge Leute. Junge Leute, oh Gott, da sind wir wieder beim Jetzt sind Alter. wir wieder beim Da sind wir Alter. beim Also so Alter, wie wir. so wie wir. Ja. Junge, hippe Leute, so wie wir. Hip sagst du Hip nicht mehr, sagt wenn man du nicht jung mehr. sein willst. Ja, Junge, genau. oh Gott. Cringe, eine Cringe ist genau das Cringe, oh Gegenteil. Gott. Keine cringe Leute. Weißt du es auch nicht? Das macht mir jetzt ein bisschen Was Angst, weiß ich was nicht. man statt Hip sagt. Cool. Cool. Junge, coole Leute. Nee. Hier, Weißt Produktion du ist 2000er Jahrgang und weiß es auch nicht. Würdest du dich als hip bezeichnen? Nein, Nein, okay, scheiße. aber nur weil du nicht hip bist. Nein, sorry. So, zurück zum Memphis. Ja, aber so jemand wie der Also Tom, der junge würde da Leute. wohnen, glaube Ja, ich. Ja, okay. genau. Okay. Und also da sind halt dann auch wirklich hauptsächlich Locals irgendwie, und das ist halt so ein ganz spezielles Ding irgendwie. Ja, finde ich echt cool. Sehr nice. Das klingt nach einem sehr coolen Tag und sehr viel coolen Tipps. Wir sind ja auch mal, wollen ja auch mal so ein bisschen wissen, was ist dir vielleicht schon mal irgendwie Besonderes oder Lustiges passiert in Memphis? Hast du da auch noch eine Story für Auch uns? da habe ich noch eine Geschichte. Natürlich, weil Julia ist natürlich perfekt vorbereitet. Ich habe es vorhin schon zu dir gesagt. Ich bin jetzt echt 3 Tage hintereinander wach geworden und habe gedacht, ich muss zu dem Podcast. Was erzähle ich denn für eine lustige Geschichte? Aber mir ist natürlich, es ist gar Du nicht lustig. möchtest zu dem Podcast, wolltest du natürlich Ach so, sagen, du habe ich hast dich gesagt, schon ich mit. muss. Ja. Ja. Nur wegen dieser lustigen Geschichte muss. Ja. Tatsächlich, also es ist leider auch wieder keine lustige Geschichte, aber es ist irgendwie so eine Geschichte, die mir Memphis nochmal wirklich näher gebracht hat. Und zwar war ich mal im Sommer dort und habe auch ein paar Tage da verbracht. Und in dem Overton Park, da gibt es so eine Musikmuschel. Da hat auch Elvis eins seiner ersten Konzerte gemacht. Und die haben immer im Sommer von Donnerstag bis Sonntag freie Konzerte. Dann nimmst du dir eine Picknickdecke mit, eine Flasche Wein, und dann kannst du dich da hinsetzen und ein bisschen Musik hören. Und das habe ich mit einem Kollegen gemacht. Und dann haben wir uns irgendwie verquatscht und waren jedenfalls die Letzten, die da irgendwie weggegangen sind und sind so da raus. Und mein Auto steht da, ich so, meins steht da, okay, tschüss, tschüss. Und dann bin ich losgelaufen, es war halt irgendwie 23 Uhr am Freitagabend, ne? Und alles aber in einem Park halt drin. Und das war auch alles hell erleuchtet, und ich laufe so los und denke mir da auch irgendwie gar nichts bei. Und auf einmal kommt so ein Auto neben mich. Da waren auch noch Leute, und dann kommt so ein Auto neben mich und sagt, was machst du da? Und ich so, geh zu meinem Auto. Und er, ja, wie jetzt alleine? Gehst du jetzt zu deinem Auto? Ich so, ja, wo steht dein Auto? Und ich so, ja, da vorne direkt. Und das stimmte jetzt nicht, das war schon ein bisschen weiter weg. Und dann sagt er, ja, nee, also das geht halt nicht. Aber der war irgendwie von der Band oder so. Und dann sagt er, ich habe aber das Auto voll mit Equipment, ich kann dich nicht fahren. Und dann sagt er, ja, dann geh zu deinem Auto, ich fahre hinter dir her. Und ich so, bitte? Und Ist das dann ist eher der, creepy, würde ich nee, sagen. Also ja, vielleicht erzähle ich das falsch, aber das war überhaupt nicht cool. Und er so, nee, also ich fahre so lange, bis du in deinem Auto bist. Und ich so, jetzt wusste ich ja, mein Auto steht nicht direkt da vorne. Und dann ist er wirklich die komplette Zeit, ich bin gelaufen, habe dann echt ein bisschen Gas gegeben, und der ist die ganze Zeit hinter mir hergefahren, bis ich dann in meinem Auto saß und losgefahren bin. Das Und ist das. so cool. Also diese Geschichten, viele dieser Geschichten, oder wenn ich frage unsere Gäste, was sie erzählen würden als Geschichte, die sie berührt hat und so weiter, erzählen fast immer über ganz besondere Erlebnisse, die sie mit den Leuten vor Ort haben, mit den Locals Ja. haben, die ihnen irgendwie geholfen haben, die ihnen auf Geld geliehen haben, die ihnen irgendwie einen Kuchen gebacken haben, die sie zum Flughafen gefahren haben, weil sie sonst nicht pünktlich gewesen wären und so weiter. Es ist halt Ja. wirklich, also man muss das einfach mal erlebt haben, wenn man da war, wie supportive die Amerikaner sind und dann Wahnsinn. auch teilweise eben zum Beispiel in den Südstaaten vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr, weil das ist ja auch so ein bisschen dieses Ja. Hosting-Land oder Ja. der Teil vom Land, wo man eben gerne hostet und Ja. einlädt Ja. und so weiter, oder? Total. Ja. Also die Südstaaten grundsätzlich sind ja bekannt für diese Gastfreundschaft, und das ist wirklich so extrem. Und gerade Memphis ist, ich komme ja aus Köln, und ich finde immer, Memphis kann ich so ein bisschen damit vergleichen, in dem Sinne, dass es ist zwar eine Großstadt, aber irgendwie fühlt es sich sehr dörflich an. Und wenn du in Memphis über die Straße gehst, dann grüßen die Leute dich und sagen, hey, how are you und so. Und das ist überhaupt nicht creepy, wie du eben gesagt hast, sondern die sind einfach so und freuen sich auch, wenn man dann da ist, und sind dann halt und bringen dich halt zum Auto, wenn du da abends alleine dann da durch den Park gehst. Ja.
gut, sollte man vielleicht nicht machen, aber die helfen einem wirklich. Das ist wirklich. Danach hat mein Herz noch mal ein bisschen mehr für Memphis geschlagen. Na, das glaube ich. Ja. Wobei das bei dir, glaube ich, schon fast nicht mehr möglich ist, glaube ich. Weil du bist so verliebt in die Südstaaten, ne? Und vor allem auch die Region, die du vertrittst. Ja. Und wir haben es eben, waren vorher essen zusammen und wir haben, also natürlich, und haben, was? und haben gesprochen darüber, dass du gesagt hast, du hast tatsächlich auch schon mal jemanden gehabt, der sich nach unserem Podcast angeschrieben hat und Hilfe wollte und gesagt hat, hey, ich habe den Podcast gehört und so weiter. Könntest du, wir fahren nach Memphis, oder nee, da war es woanders, war es, glaube ich, Südstaaten das generell. Das war grundsätzlich Südstaaten, ne? Und wir fahren in die Südstaaten und hast du noch mal ein paar Tipps für uns. Ne? Also Leute können sich auch immer gerne, zumindest über mich, bei dir melden kriegen dann auch noch mal so First-Hand-Information. Ja, absolut. Also ich habe gerade, jetzt ist wieder jemand da, den ich auch kenne und dann habe ich heute Morgen auf dem Weg hierhin noch, habe ich dem noch geschrieben, wie ich habe es auch genauso ausgedrückt. Also wenn ich jetzt ihr wärt, mein perfekter Tag in Memphis, die sind nur irgendwie anderthalb Tage da, würde so aussehen und habe es ihm genau aufgeschrieben. Das, und habe dann nochmal gedacht, das macht mir am allermeisten Spaß. Genau das, weshalb ich diesen Podcast einfach machen wollte, weil ich finde, man kann ihn so schön nebenbei hören und man kann ihn sich auch immer wieder aufrufen, wenn man dann da ist, wenn man nochmal die Tipps irgendwie haben will. Und man kriegt halt einfach so Informationen, wo man einfach auch mal ein bisschen mehr darüber erfahren kann, als das, was vielleicht einfach mal im Reiseführer steht oder was man irgendwie bei Google hat oder gerade so im Internet, finde ich, ist es so, es ist inzwischen so eine Megafülle an Informationen da, dass man gar nicht weiß, ja, soll ich jetzt das machen oder das machen? Es wird irgendwie so hierarchisch nicht geordnet und deshalb ist es eigentlich ganz cool zu wissen, so, hey, hier kriegen wir wirklich First-Hand-Information von jemandem, der das einfach täglich vertritt, täglich darüber redet und dessen, wie du schon sagst, Herz einfach total dafür schlägt und deshalb ist es, glaube ich, total wichtig, mal sowas zu sammeln, ein bisschen zu ordnen und zu sagen, mach wirklich das, das, das und das und geh wirklich in das Restaurant, was du normalerweise vielleicht auch nicht entdeckt hättest. Und mach zum Beispiel auch diese Tipps, ne, Graceland eher morgen anstatt am Nachmittag, liest du normalerweise eben nicht im Internet und deshalb kurz ein bisschen Eigenlob für Travel and Stars Podcast. Empfehle ihn weiter. Julia, wir sind schon wieder am Ende. Ach Mensch, eine Sache habe ich. Darf ich noch eine letzte Sache sagen? Aber nur weil du es bist. Also bitte auch jeder noch ins Rock'n'Soul Museum gehen und da die deutsche Audiotour machen. Und dann dürft ihr mich auch anschreiben, wenn ihr die Stimme erkennt. Oh. Kleines Quiz. Kleines Quiz. Schreibt es in die Kommis. Julia, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in meinen Podcast zu kommen zum dritten Mal. Damit hast du definitiv Rekord. Dankeschön. Darf ich auch nochmal kommen? Unbedingt. Okay, cool. Bin gespannt, welches Zielgebiet du dann mitbringst. Es ist einfach cool. Es ist einfach cool, dich hier zu haben. Es ist immer mega lustig. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch auch so gefallen und ihr habt ein bisschen mitlachen können und fandet es nicht zu cringe. Wenn ihr mir auf Instagram und Co. folgt, dann kriegt ihr immer Updates darüber, wann ein neuer Podcast rauskommt, natürlich auch, wann die neue Staffel rauskommt. Und wir sind ja inzwischen schon in der 5. Staffel des Podcasts. Also von daher, ich freue mich sehr, dass das so erfolgreich ist, dass ihr so viel zuhört. Und wie eben schon gesagt, wenn wir euch natürlich das Ganze ausarbeiten sollen, also die Route, dann machen wir das natürlich gerne mit meiner Firma America Unlimited, einem der führenden USA- und Kanada-Spezialisten hier in Deutschland. Und wir haben ein 25-köpfiges Team ja hier auch, was euch gerne die Reise eben nach Memphis, aber vor allem natürlich auch in die Südstaaten ausarbeitet und ihr dann auch nochmal viele First-Hand-Information bekommt. Und ansonsten, bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich bis zum nächsten Mal und bis bald.